Ja, hallo Lieben, Christian Schemmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach und so weiter. Und diesmal Videoblog und noch mit Themen Dating, Beziehung und Liebe. Selbstliebe-Challenge ist wieder am Start übrigens. Könnt ihr noch einsteigen und auch in die Money-Challenge, Manifestation-Challenge. Ja, wir haben heute ein Video über Asexualität. Hören wir mal rein, was man dazu sagen kann. Lieber Christian, also einer Zuschauerin, unerkannte Asexualität und Co-Abhängigkeit. Ich habe deine Videos vor etwa 2 Monaten entdeckt, nach Ende einer kurzen liebessüchtigen Geschichte mit einem Borderliner und seitdem sehr viel über mich gelernt. Danke dafür an dich und auch an ihn, auch wenn er das nicht persönlich zu erfahren braucht. Ich nehme nun auch an der Selbstliebe-Challenge teil, ja, sehr gut, und habe bisher viel Spaß dabei. Nun aber zu einem Thema, das meiner Meinung nach in deinen Videos etwas zu kurz kommt, nämlich Asexualität. Ja gut, das ist genauso wie Bondage oder Sadomaso oder Fetisch. Nicht mein Gebiet im engeren Sinne. Also natürlich kommt Thema Sexualität auf diesem Kanal vor, in Paartherapien vor. Ich sehe das aber immer so als Erweiterung der Kommunikation, weil häufig hast du die gleichen Probleme, die es in der Kommunikation gibt, gibt es in der Sexualität so, ne? Wenn du nicht miteinander redest, hast du keinen Sex und so. Und also da kommt man immer schon ziemlich weit mit, aber dann gibt es natürlich Menschen, die Spezialthemen haben und ja, da gibt es natürlich auch Sexualtherapeuten, Sexualmediziner, wenn man das nicht einfach, was man nicht auch machen kann bei Asexualität, als Spielart, der eine ist halt so, der andere ist halt so, ne? Für alles gibt es eine Glockenkurve, also eine Normalverteilung, und natürlich gibt es dann auch Extreme an den Rändern und so weiter und so fort. Ich würde allerdings immer, wie gesagt, ich bin kein Sexualmediziner, aber ich würde immer raten, einmal Hormone zu checken, einmal zum Frauenarzt, Urologen zu gehen, sage ich mir dann auch immer, einfach nur mal, also meistens kommt da nichts bei raus, aber einfach mal zu gucken, weil das weiß ich jetzt zufällig, dass zum Beispiel Testosteron spielt eine Riesenrolle auch für Frauen, was die Libido angeht und so. Und aber natürlich können es auch ganz andere Sachen sein. Wie gesagt, das kann auch was Psychisches sein, es kann auch sein, dass man einfach so geboren wurde, und gibt es bestimmt ganz viele. Aber ich sag nur, wenn irgendwas so aus der Reihe auftritt, würde ich es mal einmal checken lassen. Ne? Ja. Kann sein, dass du das Thema in persönlichen Coachings differenzierter besprichst? Nee, also jetzt das erste Mal damit konfrontiert, aber ich habe auch ein bisschen andere Bubble, glaube ich, hier. Aber gehen wir es mal weiter. Aber in den Videos habe ich öfter den Eindruck, dass du die subjektive Sicht eines Menschen, dem Sexualität sehr wichtig ist, nicht gern verlässt. Ja, also ja, stimmt, mir ist Sexualität wichtig, aber es kommt mir tatsächlich, aber wie gesagt, es gibt so Bubbles, auch bei mir, ne, bestimmte Sachen kommen bei mir, auch so in meinen Coachings, nie vor. Ich frage mich nicht, warum, also Asexualität kommt nie vor, Sadomaso kommt nie vor, auch andere, Fetisch kommt nie vor, also die gehen wahrscheinlich gleich woanders hin, keine Ahnung, ja, aber okay. Aber ist ja auch egal, ob ich das tue. Wichtig ist ja, wie du damit umgehen möchtest mit dem Thema. Ne? Du betonst ja immer wieder, dass das deine persönliche Sicht ist, sprichst aber kaum über Alternativen. Und als Pluspol hört man auch gerne raus, dass man nicht okay ist, wenn man keinen Sex mit dem Partner möchte oder wenn man trotz Verliebtheit keine sexuelle Erregung verspürt. Naja, das habe ich aber bestimmt nicht gesagt. Also natürlich bist du okay damit. Ja, es gibt ja auch, da hast du ja auch schon Sachen angesprochen, es gibt natürlich auch Asexualität kann man unterschiedlich definieren oder bestimmte Formen. Es gibt Menschen, die ja, haben mit sich Sexualität, aber nicht mit anderen. Manche können überhaupt keine sexuellen Gefühle empfinden oder ganz wenig. Haben aber romantische Gefühle, wollen in einer Beziehung sein. Manche sind auch aromantisch. Und ja, genau, gehört ja auch zu diesem LGBTQI-Schirm, glaube ich. Ich so als weißer, nicht mehr ganz junger Mann, glaube ich, der Einzige, der unter keinem Schirm ist, aber egal, ist ja auch richtig so. Aber ich würde da jetzt nicht so ein, also das ist meine persönliche Meinung,
wenn du damit jetzt keinen Leidensdruck hast, dann würde ich da jetzt auch nicht so ein Ding rausmachen. Dann ist, also dann lebst du so und fertig, ne? Und da muss man jetzt auch nicht, weiß ich nicht, weder ist es vielleicht besonders schön, noch ist es besonders schlimm. Es ist einfach, wie es ist, so irgendwie. Und ich, aber, also mir ist ja immer wichtig, haben wir auch lange darüber gesprochen, dass man nicht in so, das ist ja wirklich gesellschaftlich gerade total on vogue, dass man unbedingt in irgendeine Opfergruppe gehen muss. Also mach das nicht mit, ne? Bleib so Gestalter deiner Welt. Das ist ja mir immer total wichtig, dass man, ja, das nicht, das ist ja gerade so üblich, dass alle Welt hat irgendwas und ja, und kann das, weil es jeder irgendwas hat, kann jeder irgendwas nicht machen und dann, ja, haben wir eine Gesellschaft, die überhaupt nicht in ihrer Kraft ist, so, ne, das ist echt schade, aber ich glaube, bei dir ist das jetzt auch gar nicht so ganz Thema, aber ich wollte es nochmal gesagt haben. Ich habe in meinem Elternhaus nie gelernt, meine eigenen Bedürfnisse zu erkennen und danach zu handeln. Und jetzt bin ich Anfang 40 und war schon mit Burnout und Depressionen in Therapie. Aber das ist jetzt zweitrangig. Nee, ist überhaupt nicht zweitrangig, weil, wie wir ja auch im anderen Video schon gesehen haben, natürlich können Depressionen Libido killen, Antidepressiva können Libido killen. Das sollte man alles mit einbeziehen. Deswegen, wie gesagt, es ist ein komplexes Thema. Das kann ich auf jeden Fall sagen, ne? Mein Sexleben sah bisher folgendermaßen aus. Ich habe hauptsächlich in meinen 20ern mit über 50 Männern geschlafen, ohne wirklich drüber nachzudenken, was ich da tue. Ja, das ist jetzt, hab die E-Mail vorher schon einmal kurz gelesen, da wo ich so ein bisschen Haare gekratzt habe und gedacht habe, wie passt das jetzt zusammen? Weil, warum, also, ich meine, klar, hinterher ist man immer schlauer, aber vielleicht mal wichtig zu analysieren, wenn du das eigentlich gar nicht willst, warum du es trotzdem gemacht hast. Also sind erstmal zwei Informationen, die jetzt so ein bisschen in so einer gewissen Reibung stehen, sag ich mal. Ne? Das ist ja auch jetzt nicht wenig, 50 so, ne? Muss man schon echt sagen. Ne? Es ging schon erstmal los. Es war mir egal, was da passiert. Ich habe einfach nichts dabei gefühlt. Eigentlich war ich nicht mal richtig in den Mann verknallt. Was ich auch nicht, stelle mir mal vor, macht das dann nicht weh? Macht das überhaupt Spaß? Also, aber gut, wie gesagt, da merkt ihr schon, es können bestimmt eine empathische Sexualtherapeutin mehr zu sagen, aber trotzdem, wir bleiben mal mit unserem Material dabei. Du hast mir auch die Mail geschrieben, kriegst du auch eine Antwort. Eigentlich war ich, ja. In den folgenden Jahren habe ich Sex entweder bewusst instrumentalisiert, um eine Liebe zu bekommen, besonders bei One-Night-Stands und später in meiner Krümelbeziehung. Danke für das wundervolle Wort. Oder meine Beziehung ging zu Ende, weil ich unter anderem immer seltener Sex wollte. Ja, könnte man jetzt auch gucken, hat es was mit Bindungsangst zu tun, aber da ist natürlich schwer zu sagen von so einer E-Mail, ne? Aber da du sagst, du kennst das eigentlich gar nicht. Aber auf jeden Fall würde ich jetzt mal sagen, macht wenig Sinn. Scheint mir keine geeignete Strategie zu sein, wenn du aber gar nicht auf Sex stehst, das jetzt so viel zu machen. Dann. Natürlich habe ich gelernt, was ich tun muss, damit der Sex für den Mann gut ist. Aktiv Orgasmen vorgespielt habe ich dabei nie, aber auch selten über das Thema gesprochen. Du kannst dir vorstellen, dass ich in Tränen ausgebrochen bin, als ich das erste Mal einem Mann gestanden habe, dass ich kein O bekommen kann. Der Sex hat sich damit nicht hat an sich mich nicht anmacht, weil mir zu dieser Zeit noch gar nicht klar. Man bekommt ja überall nur zu hören, dass das das Allerbeste sei. Mit den Jahren wurde es leichter, mit Männern darüber zu sprechen, jedoch geisterten oft unschöne Worte wie frigide oder prüde in meinem Kopf rum, was vermutlich normal ist für Menschen, die wie ich in den 80ern oder vorher geboren wurden. Ja, das waren früher so Begriffe, die habe ich jetzt schon ewig nicht mehr gehört. Also, korrigiert mich, wenn es falsch ist, aber dass das jetzt in sich eine negative Eigenschaft eines Menschen ist, ist, glaube ich, nicht mehr so. Aber in den 80ern, stimmt, da gab es diese Begriffe und das ist ja total ätzend. Ja. Wobei frigide und prüde natürlich auch noch andere Konnotationen haben von jemand, der vielleicht schon Bock auf Bettsport hat, aber nicht in dieser bestehenden Beziehung mehr so, ne? Gut, aber was anderes. Für mich bedeutet das jahrzehntelang ein sehr negatives Selbstbild mit mir rumzutragen. Die Männer reagierten meist mit verstärkten Mühen, was bei mir zusätzlichen Druck auslöste. Ich fühlte mich nicht als richtige Frau, sondern krank.
Vielleicht vergleichbar mit einem Mann, der keine Erektion bekommen kann. Ja, den ich auch mal einmal zum Arzt schicken würde. Lange Zeit dachte ich, ich könnte diese Problematik irgendwie auflösen, indem ich Bücher las, Praktiken, Spielzeuge und so weiter. Irgendwann lernte ich, mich an mechanische O zu bekommen, hat mich aber weder befriedigt noch das Problem gelöst. Ich hörte irgendwann den Begriff asexuell, las hin und wieder mal was dazu, fand immer Gründe, mich damit voll zu identifizieren. Nicht damit voll zu identifizieren. Tatsachen wie die, dass ich nach 3 Corona-Jahren ohne SEX lediglich das Kuscheln vermisste, konnte ich kaum erfassen. Stattdessen hatte ich ständig den Druck im Hinterkopf, ich müsse lernen, das zu genießen, um eine normale Beziehung zu führen. Deine Videos, so hilfreich sie auch sonst sind, bestärken mich teilweise in dem Glauben und ließen mich annehmen, mein Problem könnte zu meiner Bindungsangst gehören. Ja gut, über Asexualität habe ich ja, das ist jetzt mein erstes Video, aber das kann man ja jetzt so nicht in Zusammenhang bringen. Also das Bindungsangst ist es, wenn du an sich schon Bock hast auf Sportsport, aber das in einer Beziehung halt eine definierte Dynamik nimmt und du keinen Bock mehr hast. Das habe ich jetzt nie mit Asexualität in Zusammenhang gebracht, außer jetzt mal eben das Video kurz, einfach als Fragestellung. Aber wie gesagt, wir können ja mal über Wikipedia gucken, da steht ja auch eindeutig, dass es auch einfach normale Spielart sein kann, ne, des Körpers, wie so vieles. Gucken wir mal nach den Zahlen und so. Ja, gibt es die verschiedenen Muster. 1% wird hier so gesagt. Ja, viel mehr steht hier aber auch nicht so richtig. Ja, ihr könnt, könnt ihr auch gern natürlich hier was drunter schreiben unter das Video, freue ich mich, was ihr da noch zu sagen könnt. Andererseits helfen sie mir dabei, immer mehr meine eigenen Bedürfnisse zu erkennen und alte Probleme anzugehen. Ich ging also unter anderem nochmals meine Beziehungs- und Historie durch und so langsam glaube ich zu verstehen, was da alles unbewusst abgelaufen ist. Es ist nicht einfach so, dass mir Bettsport weniger bedeutet als anderen. Ich bin asexuell, so wie andere Menschen homo, hetero und bisexuell sind. Ja, fair enough. Das ist meine Ausrichtung und ich lerne gerade, dass es in Ordnung ist. Werde es aber wohl noch von einem Sexualtherapeuten, hoffentlich auch Mediziner, abklären lassen. So oder so werde ich mir keine Bücher mehr darüber kaufen und endlich aufhören, mit Männern zu schlafen, wenn ich keine Lust dazu habe. Ja, absolut. Ich werde negative Glaubenssätze abbauen, wie denen, dass zu einer glücklichen Beziehung relativ viel Bettsport gehört. Ja, nicht für jeden. Also du kannst ja jemanden finden, für den das genauso ist, ne? Oder dass es keine psychisch stabilen Männer gibt, die großteils auf Bettsport verzichten würden. Ja, also das, den Satz kann ich jetzt, da hake ich irgendwie ein, weil keiner muss das akzeptieren. Also für viele Menschen ist Bettsport total super wichtig und die müssen das überhaupt nicht akzeptieren. Du musst halt für dich, wie wir alle, jeder hat ja irgendwo Sachen, wo er nicht so massentauglich ist, sage ich mal. Habe ich auch, hat jeder. Muss man halt sehen, wie man am besten mit klarkommt. Du müsstest halt jemanden finden, ja, der für den das überhaupt kein Thema ist. Ne? Aber jetzt zu sagen, das muss ein psychisch stabiler Mann, muss, also der womöglich da total Bock drauf hat, der muss es akzeptieren. Nee, muss er überhaupt nicht. Ne? Und es gibt ja auch, ich bin dann wirklich gegen Dreiergeschichten, aber ich fand es mal interessant, mal von einer zu hören, eine Dreiergeschichte, meine abgesprochene Dreiergeschichten, bin ich auch nicht wirklich dagegen, aber wo sich jemand Asexuelles zusammengetan hatte mit jemand, der irgendwie hetero ist und der durfte dann noch so eine Freundschaft plus haben für die anderen Bedürfnisse. Warum nicht? Irgendwie, ne? Also jeder darf seine Bedürfnisse haben, ne? Er muss auch nicht für dich auf seine verzichten. Das finde ich jetzt nicht, ne? Falls ich den Satz jetzt nicht falsch verstanden habe. So. Momentan date ich nicht, das habe ich eigentlich nie, aber künftig werde ich den Männern direkt sagen, dass ich asexuell bin. Ja, warum nicht? Wenn einer ein Problem damit hat, next. Ja, warum nicht? Es wäre schön, wenn du ein Video zu dem Thema machen kannst oder einen Sexualtherapeuten dazu interviewen könntest. Könnt ihr mit Sicherheit 1 Million Videos auf YouTube finden.
nach Sexualität ist ja weitaus variabler. Ja, hatte ich eben ja kurz angedeutet. Denn obwohl nach den wenigen aktuellen Zahlen nur 1% der Bevölkerung asexuell ist, kann ich mir vorstellen, dass die Dunkelziffer höher liegt. Und dass vielleicht gerade innerhalb deines Klientels ein paar Menschen nicht wissen, dass sie oder ihr Partner asexuell sind. Ja, könnt ihr ja gerne mal schreiben hier drunter. Denn wer schon so erfolgreich darin, seine eigenen Bedürfnisse zu übergehen wie ein Co-Abhängiger? Außerdem würde ich mir wünschen, dass du Asexualität in deinen Videos öfter erwähnst. Nee, wird nicht vorkommen, weil ich habe einfach nicht so einen Special Interest Kanal. Ich meine, Kanal ist einfach für die breite Masse Liebe, Beziehung und Dating. Und könnte man jetzt natürlich sagen, es gehört da irgendwo rein, aber ich habe schon für mich persönlich eine klare Abgrenzung zu so Sexologen, sexualtherapeutischen Themen. Da gibt es wirklich bestimmt bessere Kanäle, als ich das je sein könnte. So, ich mache einfach das, wo ich denke, dass ich besonders gut bin, und das glaube ich in dem Bereich sicherlich nicht. Viele Menschen glauben leider immer noch, dass etwas krank ist, dass nur Menschen mit traumatischen Erlebnissen davon betroffen sind, dass der richtige Partner es heilen kann oder dass sexuelle Lust mit einem Liebesbeweis gleichzusetzen ist. Ja, also wenn das jemand tatsächlich glaubt, da würde ich auch sagen, das sind falsche Glaubenssätze, absolut richtig. Du bringst dich auf den Punkt und hast mir schon sehr geholfen, ein gesundes Verständnis für zwischenmenschliche Beziehungen zu entwickeln. Ich stehe noch am Anfang, aber ich werde nach und nach meine Liebessucht durch Selbstliebe ersetzen. Ja, liebe Grüße aus Vladivostok. Ja, wo ist dann jetzt die Frage? wolltest du das einfach mal sagen? Ja, es gibt es. Es ist nicht immer medizinisch begründet, absolut. Ich würde es nur trotzdem gucken. Also das würde ich auch jedem Mann raten, so, ne? Weil, wie gesagt, Hormone haben einfach unfassbare Wirkung. Aber es muss nicht so sein. Da bin ich auch überzeugt. Und letzten Endes, ja, müssen wir auch mit dem leben, was wir hier haben. Und du sagst, der Leidensdruck ist bei dir jetzt auch nicht so da. Und dann gilt es einfach darum, da das richtige Match zu finden, wie eigentlich für jeden, ne? Und absolut richtig, das rechtzeitig zu sagen, weil da kann ja nur missbar rauskommen, wenn du das nicht sagst irgendwie, ne? Ja, aber genau, in diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.